Frauen. Blöd, oder? Blöd. Wozu gibt's überhaupt? Das sage ich ganz ehrlich, weil ich bin ein Alpha-TikToker-Mann und ich möchte Frauen alles verbieten. Der Mann hier in der Mitte, der hat schon lange Haare und deswegen für mich auch eine Frau, deswegen also, sie darf nicht feiern verboten. Gehen, sie darf nicht rauchen, sie darf keinen Spaß haben. Das fängt schon gut an. Ist das ein Kind? Sie darf sich nicht mit Freundinnen treffen, sie darf keinen Alkohol trinken. Ich hoffe, das ist jetzt nicht diskriminierend gewesen. Das fing ja schon mal gut an hier. Wir haben schon darüber geredet, was so Red Flags von Frauen an Typen sind. Also wie sowas hier. Ein Ick ist, wenn der Fahrrad fährt. Klassiker. Ja, aber Frauen generell die... Ha! Teamjacken! Ha! Schau dir das an! Das neue Feature. Gleichbleibende Lautstärke. Ich danke YouTube. Ich danke dem YouTube-Gott, dass es dieses Feature gibt. Weil Teamjacken hat jedes Mal solche Jumpscares in seinen Videos drin gehabt und das hat mich so aufgeregt. Aber da wir hier natürlich auch einen Bildungsauftrag zu erfüllen haben. I mean, ich wurde für September für so eine Party keinen Spaß mehr eingeladen. Gehen wir heute auf Red Flags von Typen auf Frauen ein. Ja, Abfahrt. Okay. Die erste rote Flagge ist, wenn eine Frau in Therapie ist. Eine Frau, die in Therapie ist, ist in Therapie aus einem Grund. Die ist nicht 100% mental gesund. Dadurch entsteht hier eine... Und wir wollen nur die Früchte vom Baum, die schön glänzen und so. Red Flag Nummer 1 bei einem Mann, wenn er ein Whiteboard besitzt. Disbalance. Du musst mehr geben. Ja, ja, safe, schön. Als die Frau. In der Regel. Ja, es gibt Ausnahmen davon, aber ich kenne keine. Es war... Immer so. Immer, immer, immer. Das ist es. Selbstreflexion, Schwächen aufarbeiten, jemanden zum Reden haben. Red Flag, klar. Oder wie die Philosophen von KIZ schon einst sagten, Pussys gehen zum Psychologen, Männer zu McFit. So nämlich. Red Flags bei Frauen. Ihr habt gefragt, los geht's. Oh mein Gott. Red Flags bei Frauen. Ihr habt gefragt, los geht's. Red Flags. Sie hat viele männliche Freunde oder einen besten Freund. Auch wenn sie nichts von den Jungs beliebt. Aber warte kurz, mich ruft gerade jemand an. Hallo? Ja, was geht's? Einfach die Aufmerksamkeit von anderen Männern. Und das finde ich nicht cool. Warte mal, habe ich dieses Mama, keine männlichen Freunde nicht schon mal irgendwo gehört? Da war doch was. Hallo. Viele männliche Freunde. Eine Red Flag ist, wenn ihr eine Frau kennenlernt, die vor allem viele männliche Freunde hat. Es sind immer meistens Frauen, die ein gemindertes Selbstwertgefühl haben. Ah, von Menschen mit Wert. Safe. Macht es wie ich. Wenn ihr jemanden kennenlernt, dann sollte die Person, und ich meine damit mich, am besten gar keine Freunde haben. Das ist das Thema damit auch schon wieder gegessen. Und das ist dann das Ding. Red Flag, wenn man eine Frau kennenlernt. Ich habe immer schon gesagt, Frauen... oder die meisten Frauen stehen auf Männer und deswegen Frauen daten meiner Meinung nach schwul und das ist ganz schlecht und deswegen ich date nur keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Klassiker von ihr. Gar nicht. Aber ist natürlich klar, schreiben wir natürlich auf, männliche Freunde, no, Red Flag. Richtig. Natürlich. Ich muss dazu sagen, ich finde es auch besser, wenn sie auch ohne Vater aufgewachsen ist, weil stell mal vor, dieser Huso hat die schon mal umarmt oder... sogar mal einen Kuss auf die Wange gegeben. Das ist richtig ekelhaft. Aber wie wir Menschen mit Werti kennen, hat dieser Bre ja auch schon bei 13 Fragen krass die Facts gespittet. Wir haben nur ein Vorbild, ihr kennt es alle. Andrew Tate. Andrew Tate ist Vorbild Nummer 1 für die Männer von heute. Dünn. Mensch mit Wert ist wirklich ein sehr interessanter Charakter. Ist das für dich das einzige Vorbild? Ich könnte jetzt gleich kotzen. Im Strahl. Ja, der klassische Freudenkotzer, wer kennt's nicht? Red Flag für mich ist, wenn eine Frau mich liebt. Weil wie du liebst einen Mann? Hölle nein. Wisst ihr, was auch eine Red Flag ist? Ja, okay, wenn ihr noch nicht in mein Formular eingetragen habt, weil ich bringe... Da hat er recht, da hat er recht. Das war Joke, Leute. Ich habe einen Schmuck raus, der perfekt für so einen locker luftigen Sommer gemacht ist. Also die Designs sind wirklich 10 out of 10. Ich glaube, ihr werdet den richtig abfeiern. Aber weil es den Schmuck ab... Ey, dann tragt euch ein, bestellt vor und kauft den ganzen Laden leer. Ich werde das dann eh nochmal auf Instagram posten, habe ich ihm auch gesagt, wenn er da das Ding rausgebracht hat. Ich hoffe, es hat sich jetzt wieder eingetragen. Aber nur gegen einen Penis. Ja, ansonsten, erster Link, Videobeschreibung. Und ja, wirklich, der Schmuck ist wirklich 10 of 10, ist perfekt für den Sommer gemacht jetzt. Ich glaube, ihr werdet richtig abfeiern und jetzt geht's weiter mit dem Video. So, wo waren wir? Ach, Bachelor Baby. Hölle nein. Ganz kurz, bei Bachelor Baby. Ja, also das Ding, ist, ne? Upsi. Der Typ. Ganz kurz, das Ding bei Frauen, die männliche Freunde haben und sowas. Ich sehe es ein, dass du dich damit unwohl fühlst, wenn du absolut kein Selbstvertrauen hast. Das ist auch gar nicht schlimm und so. Das Ding ist halt, wenn du dir selber bewusst bist, dass du ein guter Gegenpart bist zu deiner Frau oder wie auch immer und dass du, keine Ahnung, du fühlst dich selber wohl in der Beziehung und es ist eine ausgeglichene Beziehung und sowas, dann weißt du ganz genau, was du halt auch expecten kannst und sowas.
du wirst nicht direkt ausgetauscht oder sonst was, nur weil sie halt mit anderen Männern quasi befreundet ist. Und deswegen keine Sorge. Red Flag, sie atmet auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin nicht so hängen geblieben und so ein Queer- und Frauenfeind. Ich glaube, der wäre eigentlich echt funny. Aber naja, machen wir weiter. Nächste Red Flag ist ein wichtiger Punkt, wenn sie Cardi B. Okay. Wie Shirin David oder irgendwie Megan Thee Stallion hört. Red Flag. Ich küsse doch dein Herz, hör von mir aus I Lieber oder so. Was willst du mit Frauen, die dir sagen, dass du eine Ho sein sollst? Okay, ganz kurz. Erstmal, hört, was ihr wollt. Aber wäre es unter deren Logik nicht viel. Ja, ich höre auch viele Musik, die so. Weißt du, so Rap, wo es so drum geht, so harte Drogen zu nehmen und Leute umzubringen. Bis jetzt habe ich es noch nicht gemacht, aber ich bin kurz davor. Eine größere Red Flag, wenn sie I Lieber hört, weil I mean, die Frau hat jetzt 2 Alben über ihren Ex-Freund geschrieben. Ich finde es eine größere Red Flag, wenn man so krass am Ex hängt, anstatt wenn man den Booty auf mir shaket. Aber auch nur meine Meinung. Aber klar, Musik, die man mag, dass man die dann hört, Red Flag. Aber generell auf starke Weiblichkeit kommen nicht so viele Typen klar. Sie hat die falschen Vorbilder im Bereich Weiblichkeit. Wenn Frauen heutzutage propagiert bekommen, dass ein maskuliner Mann eine Alpha-Frau haben möchte, dann könnte das nicht ferner von der Realität entfernt sein. Ein Mann möchte nicht einen zweiten Mann in der Beziehung haben, sondern eine Frau, die süß, zart und elegant ist, weiß, was Weiblichkeit wirklich bedeutet und nicht dieses neumodische, starke, unabhängige Frau-Ding. Erstmal, kannst du mich bitte angucken, wenn du mit mir redest? Also, ich sehe das nicht so schwer in die Kamera. Ich finde es halt so funny, dass halt manche Leute das so extrem ausbreiten. Ich habe auch ein Bild von der perfekten Frau und deswegen sage ich halt nicht, yo, Männer möchten das. Fucking, du willst das, sag das doch, ist ja kein Problem, Alter. Sag doch einfach, was du haben willst und dann such deine Frau, die so ist, mein Gott. Kamera zu gucken. Und zweitens, boah, ich würde den Dude echt gerne. Ey, ich sage euch ganz ehrlich, Männer, wenn sie ein Getränk trinken, dann möchten sie etwas, was süß schmeckt, was geil schmeckt, was ungefähr 20 Kalorien pro 500 Milliliter hat. In dem Fall Holy, na, gerne mit meinem Code bestellen, weil das ist nämlich das, was Männer und aber auch Frauen mögen. Wobei, wenn es Frauen trinken, dann ist auch wieder Red Flag tatsächlich, weil, keine Ahnung, ich habe es in einem TikTok gehört. Solche Dudes gerne mal meiner Freundin im Raum sehen. Alter, die wird die so auffressen. Und was ich halt eben nicht verstehe, also meine Freundin ist eine Alpha-Maus, hundertprozentig, aber halt auch eben eine Maus. Und Wet es gibt Flag. Kein Geschöpf auf diesem Planeten, was süßer ist als sie. Und dass es beides geht, dass man stark und unabhängig ist und eine Maus ist, weiß nicht, warum, irgendwie checken das die Alphas nicht. Aber unabhängige Frau sein, Red Flag. Aber ja, okay, aber wir suchen hier auch nach Frauen und nicht nach Tieren. Tim, ist was ja? Geiles, nicht nur so Typen sind so dumm toxic. Nee. Auch manche Frauen. Meine Red Flags bei Frauen in der Kennenlernphase. Punkt Nummer 1. Fokussieren sich auf einen Jungen. Wenn du dich auf einen Jungen fokussierst, du... Hä, was? Sie sucht nicht nach Frauen, sondern sie bewertet andere Frauen, die gerade am Datingmarkt sind. Aber sie ist nicht interessiert an Frauen. Du weißt nicht, wie dein Gegenüber ist. Wenn er einfach von den einen auf den anderen Tag keinen Bock mehr auf dich hat, dann stehst du da und deine ganze Welt wird zusammenbrechen. Safe. Ja, Red Flags fokussiert sich auf einen Jungen. Am besten gleich 18 warm halten. Deswegen, mach es wie die Typen. Hab zu mehreren Kontakt. Digga, ist einfach ohne Reverse-Card. Ja. Mhm. Wenn er es nicht schafft, sich emotional einzulassen, einfach auch nicht schaffen, sich emotional einzulassen. Geil, Alter. Dazu, ey, je nachdem, in welcher Phase man ist, ne, kann man sich auch noch mit anderen treffen. Gar kein Problem. Aber verarscht einfach niemanden. Punkt Nummer 2. Fragen, ob er sich was Ernstes vorstellen kann. Es ist ein absolutes No-Go, wenn ihr ein paar Wochen Kontakt habt und du ihn sofort fragst, ob er sich was Ernstes vorstellen kann. Nein, das ist Bombe. Das ist Bombe. Bro, das wäre das Beste, was dir passieren kann, wenn jemand herkommt und sagt, hallo, ich bin eine Person und ich bin interessiert an dir. Ich möchte wissen, was deine Erwartungen von mir sind. Möchtest du F+? Möchtest du, keine Ahnung, meinen Hund babysitten oder sowas? Oder möchtest du eine langfristige Beziehung und irgendwann mal 2 Kinder haben mit dem Namen Maria und Josef oder sowas? Wenn dir das einer sagt, Bruder, was wissen du mehr? Kann, wie es mit euch aussieht, was das zwischen euch ist. Ja, paar Wochen. Wann soll ich ihn nachfragen? Wenn man schon vier Jahre daten wir, aber gleichzeitig date ich auch 18 andere Typen, weil ich wieder nicht mein Herz gebrochen bekommen. Es gibt nichts Schlimmeres als das. Du musst dich so zeigen, als ob es dich nicht interessiert, wenn du was Ernstes von ihm... Okay, wenn ich mit dieser Person schreiben würde, jetzt no joke, die zeigt überhaupt kein Interesse und ich weiß, dass sie mit vielen anderen Jungs schreibt, dann höre ich auf, mit ihr zu schreiben. Und dann wird sie sich auch noch bestätigt fühlen, weil sie sich denkt, ah schau, der hat das Interesse an mir verloren und zum Glück habe ich jetzt noch andere, auf die ich mich zurückfallen lassen kann oder sowas. Natürlich möchte dich keiner daten, wenn du undateable bist. Dann geht das Ganze ganz locker an und alles andere kommt von alleine.
Was? Digga, das Ding ist, meine Freundin hat bei uns in einer Beziehung einfach nach ein paar Wochen so Hochzeitsjokes schon gekickt. Und ich fand's voll nice. Also klar, man muss jetzt nicht beim ersten Date drüber sprechen, so, ne? Aber ja, so nach ein paar Wochen könnte man ja schon mal fragen, hey, was wollen wir eigentlich? Oder welche Richtung geht's denn hier eigentlich? Oder? Ich finde das auch überhaupt kein Problem, wenn du online datest, dass du das gleich von Anfang an quasi sagst. Also du kannst es ja auch angeben, yo, ich suche nach einer langfristigen Beziehung, ich suche nach, keine Ahnung, Freundschaften oder sonst was. Na, das ist halt das Ding. Und wenn dich dann jemand fragt, so, yo, keine Ahnung, du bist voll nett, so kurz hin und her gechattet und warum bist du eigentlich hier auf der Plattform, so suchst du was Ernstes, zack. Das ist das Einzige, was du wissen willst. Weil wenn dann die andere Person kommt und sagt, nein, ich suche überhaupt nichts Ernstes, dann spare ich mir eventuell wochenlanges Hin- und Herschreiben mit einer Person, von der ich überhaupt nichts möchte. Magst du mich? Weiß nicht. Könnte man ja ansprechen. Was sind deine Red Flags bei Frauen im Gym? Alter, erstmal, wenn sie ins Mic atmet. Aber weiter. Ja, wenn die ein bisschen klapp bekleidet sind und wir uns nicht konzentrieren können. Digga, ja Mann, endlich sag's doch mal einer. Die Frauen sind schuld, wenn wir Männer uns nicht konzentrieren können. Zieht euch mal mehr an. So, ich guck dir halt, ich kann ja nicht anders als auf den Arsch gucken, wenn der halt da ist. Also, du bist schuld. Das ist scheiße, Alter. Aber Mädels aufschreiben, natürlich so, ne? Geht nicht in Sportklamotten ins Gym. Geht nicht. So, Freunde. Wir haben aber jetzt noch jemanden auf TikTok gefunden. Ich will generell nicht, dass sie ins Gym geht, weil ich will eine süße, weiche Frau. Dieser Mann spittet wirklich die Facts. Also der Typ heißt sogar Lukas Speaking Facts. Und wirklich, was jetzt kommt, 10 out of 10. Wirklich, dieser Mann hat Ahnung vom Leben. Ich habe die größte Red Flag entdeckt. Musik ist ein großer Teil in unserer Gesellschaft. Und es gibt auch Festivals. Musik? Und wenn deine Freundin jemals auf einem Festival war, dann musst du dir sicher sein, dass ihr Bodycount dort sehr angestiegen ist. Und das ist eine klare Red Flag und deshalb musst du Schluss machen, Bruder. Sie war auf dem Festival. Mach. Also erstens, sie war jemals auf einem Festival. Und zweitens, das ist halt das Ding. Das sind halt dann diese Insecurities. So, yo, ich glaube, wenn sie dorthin geht, dann wird sie mit fett vielen Leuten geschlafen haben und sowas. Und das ist das Ding. Da haben wir den Bodycount. Also wenn eine Frau einen sehr, sehr krass hohen Bodycount hat, und das gilt dann auch für Männer, dann ist es natürlich irgendwo ein Lifestyle, den du halt hast, weil ich meine, es ist nicht einfach, einen Bodycount von fucking 100 zu bekommen oder sowas. Und ich sehe es absolut ein, wenn dann irgendjemand sagt, nee, das ist mir zu hoch oder das ist mir zu niedrig oder bla bla bla. Aber halt dann auf solche Sachen zurückzufallen, so, yo, ich bin mir sicher, wenn sie auf einem Festival war oder wenn sie in der Disco mal war oder sowas, dann hat sie sicher mit voll vielen Typen geschlafen oder so. Wenn es die richtige Frau ist, und die so ist, wie du sie dir vorstellst oder sowas, dann kann sie auf ein Festival gehen und das halt auch nicht machen. Also ja klar, ich kann nicht aus dem Festival gehen, ohne meinen Zeltnachbar zu bumsen. Das geht nicht. Das ist nicht machbar. Aber okay, welche Facts bitte Luca sonst noch? Es ist eine Red Flag, wenn sie ein Auslandsjahr macht. Guck mal, warum sollte eine Frau ein Auslandsjahr machen? Der einzige Grund, warum... Genau. Wegen Schwänzen. Die es macht, ist, dass sie dann in einem anderen Land eine Ho sein kann. Ja, true. Das kann man nämlich nicht im Inland. Das wussten viele Leute nicht. Mike, 2, dankeschön. Aber ja, true, wie schon die großen Dichter und Denker unserer Zeit gesagt haben, im Leben geht's nur um Sex. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist Auslandsjahr nur so in der Uni oder auch so, wenn man so Work-Travel macht? Ist das okay, oder? Ja, und wie ist das? Ja, stimmt. Stimmt. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Spanien lebe und ich mache ein Auslandsjahr in Portugal, dann kann ich mich dort ausleben und die Leute, die aus Portugal kommen und ein Auslandsjahr in Spanien machen, weißt du, die switchen wir einfach. Lass mal, es ist wie Frauentausch, nur halt, wo es halt nur um Bodycount geht oder so. Okay, bin aus dem Dating raus, ich bin undateable. Ich war schon im Ausland als junge Jugendliche mit deinem Partner. Also, wenn du mir jetzt noch erzählst, dass du im Ausland auf einem Festival warst, ganz ehrlich, dann sag ich dir, es ist hoffnungslos. Geht es auch nicht. Wir leben in einer Welt, in der es normal ist, zu reisen. Und wenn deine Freundin schon mal in Amsterdam war, dann ist das aus vielerlei Gründen eine extreme Red Flag. Es fängt zum Beispiel damit an, dass sie wahrscheinlich Weed konsumiert hat. Dann ist sie wahrscheinlich mit irgendwelchen Holländern auch ins Bett. Safe, weil Amsterdam hat nichts zu bieten, außer Drogen. Gestiegen. Und sie ist... Safe, weil Amsterdamer Jungs sind extrem krass dafür bekannt, dass sie alles flanken. Wahrscheinlich im Urlaub fremdgegangen. Ja, Mann. Das ist kacke, Alter. Rom? Okay. Na, was gibt's in Rom? In Rom gibt's ja nichts. Na, hier, weiß nicht, Mailand. Boah, du warst in Mailand. Amsterdam? Durch.
das kann ich nicht sagen, ohne dass ich endpunkte. Sie hat ihren Spaß dort gehabt. Digga, ich liebe den Typen. Aber okay, ja klar, Urlaube sind auch gestrichen, weil da kann man nicht anders, als mit irgendwelchen Holländern zu bumsen. True. Ist mir auch schon passiert. Okay, letzten Tipp hat was? Lukas Speaking Facts übrigens noch für uns. Und wirklich, wenn man drüber nachdenkt, was jetzt kommt, ergibt es total Sinn. Aber er war der Erste, der es angesprochen hat. Und dafür müssen wir ihm immer dankbar sein. Es geht um nichts Geringeres als um Musik. Um genau zu sein, es geht um diesen Panda-Bären Crow. Und wenn deine Freundin den hört, das ist die größte Red Flag, die eine Frau besitzen kann. Wirklich die größte Red Flag. Mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Mach unbedingt Schluss mit ihr. Ich darf sie nicht wissen lassen, dass ich KDM Shay höre. Ich liebe den Typen. Sie hört Crow, mach Schluss. Aber ganz kurz, wenn man sich als Typ die ganze Zeit auch mit Crow vergleicht, kann ich sogar actually müssen verstehen, wenn man sich eingeschüchtert fühlt. Weil, I mean... Es gibt einen Unterschied zwischen Musik hören und das gleiche Weltbild teilen oder so. Hier wird nichts Schlechtes über Crow gesagt. Doch, Crow, ganz krass, schlimmer Typ und sowas. Crow hat das geilste Haus der Welt, by the way. Habt ihr das gesehen? Seine Haustour? Ich glaube, das habe ich sogar schon mal gezeigt. Crow, Haus? Gottes Willen, also, wenn du auf eine Sache neidisch sein kannst, hey. Bruder, hey, was geht ab? Ich lebe im Dschungel und sowas. Der hat hier so ein fettes Loft und der hat hier überall solche Palm Trees und was weiß ich. Was, schau dir das an! Schau dir das an! Imagine, du lebst dort! Imagine, du wachst auf und dann setzt du dich da so chillig hin und so, Bruder. Also, es sei ihm gegönnt. Es sei ihm gegönnt. Das ist Crow. Wenn man sich mit dem vergleichen möchte. Also, wenn sie dann herkommt, das wollte ich nämlich meinen, wenn sie dann herkommt und dann sagt so, yo, unbedingt, der Mann muss für alles bezahlen und sowas, dann interessiert es mich auch überhaupt nicht. Ich habe da letztens so ein Reel gesehen auf Instagram von wegen so, ja, wenn der Mann nicht für deine Miete bezahlt oder sowas, dann warum solltest du ihn überhaupt daten oder sowas? Und ich denke so, what the fuck? Und dann haben auch manche Typen so kommentiert, so, ja, also ich, wenn ich mit einer Frau zusammenziehe, dann bezahle ich natürlich die Miete und dann bezahle ich auch andere Sachen und sowas und dafür sind Männer eben da und sowas und dann gehst du auf das Profil unter dieser fucking 12. Weißt du, was ich meine? Bruder, komm mal auf dein Leben klar. Ja, sicher, wenn du 8.000 im Monat verdienst und sowas, dann kannst du das machen, wenn du lustig bist. Aber ich meine, erstens möchte ich kein Kind aufziehen. So, ich bin in einer Equal-Partnerschaft und irgendwie wäre das auch logisch. Und ja, viel Spaß dabei. Ich glaube, man loost in vieler Hinsichten ab. Dazu, Freunde, wenn ihr euch jetzt übrigens denkt, so, ey, ich bin keine Ho, ich war noch nie in Amsterdam, mein Bodycount ist niedrig. Aber ihr seid schon extrem lange Single. Dann habe ich auch eine schlechte Nachricht für euch. Wenn sie sagt, ich bin schon lange Single, dann kannst du safe davon ausgehen, sie hat eine Bindungsstörung. Magst du Crow? Ja, ich finde Crow cool. Ich habe nie wirklich so krass Crow gehört, aber ich habe nichts gegen Crow und so. Ich finde viele Lieder gut. Ich habe jetzt noch nicht zugehört. Was hat für euch? Wenn sie sagt, ich bin schon lange Single, dann kannst du safe davon ausgehen, sie hat eine Bindungsstörung oder eine Bindungsangst oder sie bringt halt leider nichts mit, außer zum Vögeln halt. Was ist Langzeitsingle? Wenn die Frau attraktiv ist, ab 3 Jahre. Ansonsten alles so ab 4 bis 5 Jahre. Also wenn eine Frau sagt, sie ist schon 5 Jahre Single, sollten die Alarmglocken klingeln. Ist das nur für Frauen so oder ist das auch eine Red Flag bei Männern? Was? Ich finde das geil, wie ihr da so auf eine Tabelle. Aber Männern wird es wahrscheinlich wurscht sein. Was ist mit Männern, die lange Single sind? Für Männer zählt das nicht. Puh. Ja, nochmal Glück gehabt. Das Ding ist. Ja, moin. Ja, es gibt überhaupt gar keinen Grund, Single zu sein. Vielleicht hast du ein Trauma. Ja, gut, aber wenn du ein Trauma zu verarbeiten hast, dann sowieso Red Flag, weil dann, weißt du, mit Therapie und sowas, und das wollen wir sowieso nicht. Wenn du, keine Ahnung, dich auf deine Karriere konzentrieren willst oder sowas, will ich auch nicht, weil ich will ja eine softe Frau, die am besten auch kein Geld hat, weil wenn sie mehr Geld verdienen würde als ich, dann wäre das peinlich. Und wenn sie Geld hat, dann kann sie sich einen Urlaub nach Amsterdam leisten und dann ist sowieso schon vorbei. Ich weiß halt nicht. Keine Ahnung. Ja, gut, dann ist sie halt längere Zeit Single und so. Ich verstehe ja den Aspekt. Schau, pass auf. Ich nehme da jetzt was Positives mit raus. Ich verstehe, dass man sich Sorgen macht, dass wenn ein Partner noch nie eine lange Beziehung hatte oder länger keine krass lange Beziehung hatte und sowas, dass es dann schwierig wird, sich zu akklimatisieren in einer Partnerschaft, wo man auf das Gegenüber vertraut oder sowas. Ich war zum Beispiel damals davor eingeschüchtert, als ich 18 war und ich bin mit meiner Freundin zusammengekommen und sie hat mir erzählt, dass sie irgendwie ein Jahr lang oder sowas mit ihrem Ex-Freund zusammengelebt hat in einer Wohnung. Weil ich habe da noch zu Hause gewohnt und so, mit meiner Ex-Freundin. Weil ich habe da noch zu Hause gewohnt und ich habe mir dann so gedacht, so, boah, voll crazy, die haben da schon miteinander gelebt und bla 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 und halt so, ich bin halt weit hinterher, so von der Lebenserfahrung oder sowas. Und in Wahrheit
Ja, mein Gott, dann ist halt so. Ich bin halt auch 18 gewesen, weißt du, was ich meine? Das ist jetzt kein Problem. Von, das ist ja alles unfassbar scheiße hier, ne? Also wirklich, das sagt ja überhaupt nichts aus, ob eine Frau mal 3 Jahre Single war oder nicht, ne? Also, es ist ja wirklich komplett egal. Aber, wirklich, nicht nur Männer sind so dumm toxisch unterwegs, wirklich auch Frauen. Wir haben so viele Clips von Frauen gefunden, die auch so dumm unterwegs sind, wie der hier zum Beispiel. Frauen sollten aufhören, ständig ihre Männer zuzutexten. Männer, ja, die wollen nicht ständig reden und sie wollen auch nicht über ihre Gefühle reden. Genau. Und Frauen sollten auch aufhören, ständig ihre Männer zu kritisieren. Denn wer einen Mann ständig kritisiert, läuft Gefahr, dass er seine Partnerschaft ruiniert. Die ist nicht 100%. Aber das Letzte, das sehe ich doch ein, also so die ganze Zeit kritisiert und sowas, also im Sinne von wirklich alles Negative finden und sowas, da habe ich auch schon Erfahrung damit gemacht. Mental gesund. Ich finde das funny, ich habe jetzt vergessen, wie sie heißt, aber es würde mich echt interessieren, ob sie halt wirklich so redet oder ob das halt so Teil von ihrer Masche oder sowas ist. Ja, das war es auch schon wieder mit unserer wöchentlichen Therapiestunde hier. Ich bin jetzt wirklich übrigens, dass man so ein Video hier wirklich jede Woche rausknallt. Deswegen, falls ihr mehr von sowas sehen wollt, abonniert können rein. Dazu Therapie ist sowieso cringe an der Stelle. Power TJ. Ja, na, gutes Video. Schaut da gerne vorbei und kauft den Schmuck und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was alles Red Flags waren. Generell weibliche Personen meiden. Personen, die irgendwas mit weiblichen Personen zu tun haben, meiden und stattdessen homosexuell werden, weil Männer sind perfekt.